Was präsentieren Sie den Besuchern auf der Vogtlandbau in Plauen? Wir präsentieren Sicherheitstechnik, von der Einbruchmeldeanlage, vom Rauchmelder bis hin zum Kamerasystem. Das, was man braucht, ob ich ein Gewerbeobjekt oder ein Privatobjekt absichern möchte. Wir können nicht alles präsentieren. Wir haben natürlich ein viel, viel breiteres Produktsortiment, aber wir haben uns hier auf Systeme beschränkt, die gerade für den Privatnutzer sehr kostengünstig und trotzdem sehr gut sind. Wie kann ein Sicherheitskonzept aussehen? Man muss immer das Haus sehen wie einen Körper, man kommt irgendwie rein, wie Viren reinkommen, kommen Einbrecher auch rein. Aber ich muss es ihnen so schwer wie möglich machen, das heißt erst die Außenhaut mechanisch auch sichern. Ich brauche ordentliche Türen, ordentliche Fenster, aber immer mit Elektronik ergänzen. Also das Haus muss verteidigt werden und das erreicht man mit elektronischer Sicherheitstechnik. Was passiert, wenn ein Alarm ausgelöst wird? Das kommt jetzt ganz drauf an, was mit dem Kunden im Alarmkonzept vereinbart ist. Das Einfachste ist, dass er es auf sein eigenes Handy die Meldung bekommt. Besser ist natürlich der Wachdienst, der dann auch die Polizei rufen kann. Ein gutes Konzept ist natürlich auch eine gute Nachbarschaft, dass ich das so abgesprochen habe, dass bei Auslösung eines Alarms die Nachbarn informiert werden, die natürlich am schnellsten da sind. Es gibt ja außerhalb von Einbruchsicherheit auch die Haussicherheit. Was haben Sie da im Programm? Rauchmelder, Wassermelder, Gasmelder. Unsere Einbruchmeldesysteme sind im Prinzip auch Smart-Home-Systeme, kommen aber von der Seite der Sicherheit her und nicht von der Seite des Internets. Das heißt, auch bei Stromausfall funktioniert alles. Aber es macht natürlich auf jeden Fall Sinn, die Rauchmelder, die ich jetzt ja nach den neuen Vorschriften ohnehin im Hausbereich einsetzen muss, auch auf eine Sicherheitseinbruchmeldezentrale und demzufolge auch auf meine App, auf meine Weitermeldung, auf meinen Wachdienst aufzuschalten. Genauso Gasmelder, Wassermelder, Glasbruchmelder. Ich kann natürlich aber auch Lichtszenen, Sauna einschalten, Heizung steuern. All das kann ich mit diesen Systemen auch. Aber das sind Add-ons, die halt im Falle des Internetausfalls dann mal nicht mehr gehen. Aber die Sicherheit ist trotzdem gewährleistet. Warum sollte man zu einem Fachmann gehen? Die Fachleute wissen, auf was man acht geben muss. Wir sind von der Kriminalpolizei beraten, von der Beratungsstelle empfohlene Firma. Wir sind VDS anerkannt. Wir werden geprüft, ISO 9000 und so weiter, dass wir also unsere Sache auch gut machen und an die Technik dann halt auch richtig und fachgerecht installieren. Wenn Sie einen Nicht-Fachmann nehmen oder das selber machen, dann passieren halt einfach mehr Fehler. Wie sieht es bei den Fördermöglichkeiten von Sicherheitstechnik aus? Fördermöglichkeiten gibt es einmal Zuschussprogramme oder Kreditprogramme, zum Beispiel bei der KfW, das Programm Einbruchsschutz, wo bis zu 20% gefördert werden. In Voraussetzung, man nutzt eine Fachfirma und macht also die Sache ordentlich und richtig und dann kann man auch die Fördermittel dafür bekommen. Welche Leistungen bieten Sie darüber hinaus an? Wir sind also auch im gewerblichen Bereich unterwegs, Brandmeldeanlagen bis hin zur Thermografietechnik für Mülldeponien, für Solarparks, wo wir also Sicherheitskonzepte anbieten, die weit über die Anforderungen eines Privatobjektes hinausgehen, bis hin Banken, Museen, behördliche Einrichtungen haben wir schon alles gebaut. Wo kann man Sie beauftragen? Region Westsachsen, Nordbayern und Thüringen ist unser Haupteinzugsgebiet, aber wir sind auch deutschlandweit tätig für größere Objekte natürlich dann.